Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Dishonored. Ja, ich habe mir mal die Kräfte hier angesehen. Bei unserem letzten Mal haben wir ja die dritte Rune erworben. Und dafür könnten wir uns jetzt ja was kaufen. Tja, ich muss sagen, eure Ratschläge erreichen mich jetzt noch nicht. Ich spiele etwas vor, damit ich ein paar Folgen quasi auf Lager habe, weil im Moment habe ich ein bisschen Zeit und das ist leider nicht immer so. Deswegen muss ich die Zeit nutzen, falls mal wieder ein Engpass kommt. So, deswegen schaue ich jetzt mal. Also meines Erachtens hört sich Windstoß an oder Beherrschen ganz gut. Tiere zu übernehmen ist zwar nicht so gut, aber die zweite Stufe von Beherrschen, die würde mir schon sehr gut gefallen. Natürlich hier so was Simples wie mehr Leben wäre auch nicht schlecht. Da, zeig her, die zweite Stufe regeneriert sich mein Leben von alleine. Das wäre schon sehr nützlich, denke ich mal. Und das machen wir jetzt auch. Das nehmen wir. Zack. Ja, eine Runde wenn wir dafür ausgeben. Hep. So. Was noch? Jetzt haben wir noch zwei über. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Erste Stufe. Nehmen wir den Sprint-Schattenangriff. Ja, ich bin nicht so der Schattenmann, glaube ich. Ach, da wären wir lieber hier Adrenalin-mäßig sauer. Hä? Oder sparen wir die? Komm, wir sparen die. Wir sparen die erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich bin ausgerüstet. Jut. Ja, habe ich doch. Ja, und jetzt? Ach ne, jetzt muss ich mittlere Mausrad drücken, ne? Herz, blub. Teleportieren. Aber wie kann ich den jetzt hier hinzufügen? Ach, brauche ich doch gar nicht, oder? Armbrust. Ich sehe keinen zweiten Balken und ich sehe nicht, dass wir uns regenerieren. Das nervt mich ja schon. Mache ich was verkehrt? Kräfte. Toll. Und wohin soll ich die jetzt? Wie soll ich die jetzt einsetzen? Ressourcen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ausrüsten. Pumpe habe ich. Verbesserung. Elementverbesserung. Tschö. Das ist der Beschiss. Ich sehe keinen zweiten Balken. Gibt's denn das? Moment mal. Hier, das ist der Schnellwahl. Naja. Komisch. Da stand doch jetzt einen zweiten Balken. Was soll das? Hier. Gesundheit erhöht. Strategisch. Die Gesundheit erlaubt dir, mehr Schadenexplosionen zu überstehen. Ach, in der zweiten Stufe. Wir lesen ganz klar im Vorteil. Okay. Na gut, fahren wir. Bereit? Ja. Sagen Sie Bescheid. Ich bin bereit. Na dann los, Chef. Meine coole Maske wird aufgesetzt. Dann schauen wir mal. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Aua. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Na, die Luckengräfin wird bestimmt nachher Verbündeter.
Zeig mir her. Jo, das wissen wir ja. Nicht durch die Dinger latschen. Was soll denn das die ganze Zeit? Hier gibt's gegrillte Ratte nochmal. Ham. Danke. So, los geht's. So, aufpassen, dass mir die Fische wieder in den Füßen beißen. So. Die schmeißen wieder Leichen runter. Alle anderen werden von der Seuche gebracht. Wollt ihr mir schon einen geben? Gut, immer her damit. Zack. Die Rübe ist ab. Warum soll ich die immer tragen? Jetzt endlich. Halt die nieder. Der Hund nimmt das. Oh, oh, also ich bin ein ziemlich bisschen blöd für das Kampfsystem anscheinend. Na gut, laden wir nochmal. Ich glaube, wir sollten etwas vorsichtiger vorgehen. So, gib mir nochmal die Ratte zum Frühstück. Wie war dann nochmal mit dem getarnt vorgehen? Schleichen. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Ah, verdammt! Verstecken. Ich weiß, dass du hier bist. Ein Mord! Hier ist er! Du hilfst mir doch jemand! Aha. Nix, aha. Dreck! Ja, ich komme. Och, Trottel! Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Ruhe. Gibt's ja nicht. Hier kann ich nochmal schleichen. Das muss ich mir ja nochmal angucken. Ne? Bin ja wohl ein bisschen zu dusselig hierfür. Anscheinend. Steuerung. Wollen wir jetzt wegen Sprinten schleichen? C. Okay. Würgen. Würgen. Okay, fertig. So, jetzt geht's weiter. Gib nochmal die Ratte. So, ham, ham, ham. Lecker Ratte am Spieß. Geniales Frühstück. Besser wie der Whisky vom Kommandanten da. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hm? Was denn? Ich soll dir doch würgen. War nix mit würgen. Du wirst im Fluss versichtig. Du hast jemanden also, zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Halt den Mund. Ich bin zu blöd, eindeutig. Das ist richtig schwer, verdammt. Optionen, Steuerung. Zeig her. C ist schleichen. So. Und dann... STRG. Blocken, würgen. Okay. Okay, weiter geht's. Das schauen wir nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich zu ungeduldig? Oder was? Ich bin ein Gimp. Sag es ruhig. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey, was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So, den haben wir fachgerecht entsorgt. Eins, zwei, drei. Gut, immer her damit.
Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Schnellstenläufer im Staatsdienst wir haben geklaut. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch können wir die erwürgen? Wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Nee, ne? Bitte, ich bin etwas aufgewühlt. Ha. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Das ist erst mal gucken hier, das ist echt... Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats eins, der Ernte zwei, drei, und hoch. Möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit wir sind ja echt viele weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Eins, wir sind Oberaufseher Kempel, für die uneigennützigen Dienste des Ordnungs zu verdanken. Weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Kann ich auch noch verstecken? Macht ihn fertig! Na gut. Ach, leck mich doch am Arsch, verdammt nochmal. Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Das kann nicht angehen. Kann echt nicht angehen. Na, warte. Ich bin zu blöd für das. Die Art von Spiel. Ich bin kein Schleicher. Ich muss killen. Mich würde schon mal interessieren. Nein, will ich nicht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Unter der Brücke. Hey, was geht? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Ja. Hab sich selbst überprüft. Mach weiter. Schmeiß mal in dem Wasser. Hoffentlich ist er dann nimmer bewusstlos. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Er säuft er jetzt? Ich hoffe doch, ne? Da treibt er. Das ist gar nicht brutal. So. Gut, immer her damit. Ah, sehr gut. Achtung, Bürger von Dunwall. Hep, die haben wir beklaut, die Olle. Wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme Rune. Durch die Stadt fahren. Noch ein Artefakt. Okay. Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen.